Hallihallo und herzlich willkommen zum achten Part von Galarians. Wir sind in Ryans Haus bzw. noch draußen und schauen uns erstmal den Garten, Hof, was auch immer an. Und was hier als Teich identifiziert wurde, würde ich sagen, ist ein Pool. Das Fenster ist geschlossen. Auch das Fenster ist geschlossen. Ja, nun gut. Wir haben einen Schlüssel gefunden zur Hintertür, den wir auch gleich, glaube ich, hier nutzen könnten. Allerdings sollte ich erstmal auf die Karte, das wollte ich blicken. Sieht relativ übersichtlich aus, also wir kommen wahrscheinlich nur durch die Hintertür überhaupt rein. Schauen wir uns gleich mal alles an. Ausmüllen einen weiteren Flügel. Ich weiß nicht, warum er das zweimal vorliest, wenn ich es einmal abbreche. Na komm. Da muss man nochmal extra auf X drücken, damit er die Treppe hochgeht. Das abgeschlossen sieht aus wie der Hinterausgang. Es könnte auch der Hintereingang sein. Wie wäre das denn? Dann schließen wir mal auf. Und es scheint, als wären wir verfolgt worden. Ich glaube, ich werde mit Red arbeiten erstmal. So, wir haben zwei mögliche Türen. Die eine Tür führt in die Lobby und die andere führt in einen Korridor. Ist mir beides momentan nicht so sympathisch. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal in die Lobby, weil ich da die Tür aufschließen kann. Oder gehe ich erst da hinten rum? Ne, ich glaube, ich gehe erstmal in den Korridor und schaue mir alle Räume da hinten an. Ich muss sowieso nämlich wieder in die Lobby, weil da eine Treppe hochführt. Es sei denn, es gibt später noch eine andere Treppe nach oben. Irgendwo anders. Ich gehe in den Korridor. Habe ich jetzt beschlossen. Ermüdungskapsel. Wunderbar, nehmen wir gleich mit. Küche ist blitzblank. Es wurde offenbar einige Zeit nicht benutzt. Aber deshalb sollte sie ja nicht blitzblank sein gerade. Die Türen sind zugeschlagen. Er erinnert sich an seine Mutter. Wenn er in die Küche kommt. Du kennst deinen Esstisch. Ob ich auch mal daran gesessen habe. Scannen wir ihn doch einfach. Nee, geht nicht. Du kannst die Wälder da draußen sehen. Ja, offenbar wohnen die Eltern, beziehungsweise wohnte auch Ryan etwas weiter weg von der Stadt. Es ist schön, so einen Landsitz zu haben, weiter im Wald. Nach draußen sehen. Ja, aber die Fensterläden sind ja auch geschlossen. Ein Badezimmer. Oh, die Spiegeleffekte. Wunderschön für PlayStation 1 Verhältnisse. Lebt hier niemand mehr? Sieht jetzt schon nicht mehr so glücklich aus. Das war's, mehr gibt's ja nicht. Außer diese Erinnerung. Wir sollten hier ziemlich viel scannen, nach Möglichkeit. Oho.
Warte, ich auf die Karte. Okay, der Weg führt in einen weiteren Korridor. Ich würde aber sagen, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Entschuldigung. Bisschen heißer bin ich, warum auch immer. Nach draußen ziehen kann ich schon von die ganze, kann ich schon die ganze Zeit. Ist nichts Besonderes mehr. Eine Toilette. Und eine Dusche. Irgendwas liegt da auf dem Wannenboden. Warum kann ich das nicht? Ja, dann nimm's doch. Nein, er will's nicht nehmen. Warum auch immer. Es ist mein Haus, also kann ich einfach mal Knöpfe drücken. Interessant. Wasser ablassen per Knopfdruck, statt einfach einen Schlüssel zu ziehen. Schlüssel für den zweiten Stock. Aha, wahrscheinlich werden wir von der Lobby aus, werden wir sowieso nicht hochgekommen, beziehungsweise hoch wahrscheinlich, aber dann wäre wahrscheinlich eine verschlossene Tür gewesen. Hier im Bad wird doch sicherlich auch irgendwie eine Erinnerung sein. Dusche in einem Horrorspiel, das ist doch prädestiniert hier für Psycho-Momente. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Sobald mein AP-Wert ordentlich angestiegen ist, gehe ich glaube ich in einen größeren Raum, weil da die Chance ist, mehr Gegner zu treffen, natürlich höher. Du hast mir ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich, mal kurz. Es ist nichts hier und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das klingt schon nicht gut. Scheiße, die haben auch psychische Kräfte. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber sie sind offenbar fies mit ihren psychischen Kräften auch dabei. Karte. Ja, da bin ich rumgekommen. Links geht's in einen größeren Raum, und hinten geht's von zwei Räumen rein. Gehen wir erstmal in den größeren Raum. Schwer nach einem Rätselraum. Von der Musik her. Das bedeutet dieses Bild. Das sind ein paar schöne Sofas. Da nichts. Ja, Red werde ich ja sowieso in Massen benutzen. Ich will eigentlich dahin schauen, was da ist, aber da reagiert er nicht. Gleiche Foto, das ich im Computer des Krankenhauses gefunden habe. Ja, genau, und der da in der Mitte, das bin ich. Was ist denn los, Ryan? Kannst du nicht schlafen? Ich bin die ganze Zeit unruhig und weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, es würde etwas Schlimmes passieren.
Und die... Ich wurde wie aus dem Krankenhaus. Das ist mein Zuhause. Delmetor, jawoll, danke. Wo gehen wir jetzt lang? Geht nur links rum, dann sind zwei Räume da. Schauen wir gleich an. Gehen wir erstmal hier in den hinteren kleinen Raum. Kannst nach draußen sehen. Ah, ein Speicherraum. Gut, dann werden wir das gleich mal tun. Also speichern. Ich würde sagen, wir wechseln mal ab zwischen den dreien. Sonst ist hier wahrscheinlich nichts. Seins liegt hier irgendwo noch was in der Ecke. Es ist zu ruhig hier, definitiv. Ein Billardzimmer. Schalten. Schade, ich hätte jetzt gerne die Jukebox benutzt. Delmetor, schon wieder. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch sehr viel davon brauchen. Billardtisch. Ja, ich wollte ja sowieso gerne damit spielen. Aber das lässt das Spiel wahrscheinlich nicht zu. Das wäre auch mal schön. Ein Horrorspiel, wo man sich zwischenzeitlich dann überlegen kann, oh nö, ich verfolge jetzt nicht die Handlung weiter, sondern den Türknopf. Ja. Mal schauen, ob wir den brauchen. Sondern spiel lieber Poolbillard. So, einen Erken haben wir auch mitgenommen. Hatte ich ja auch gar nicht mehr. Das könnte ein Hinweis auf ein Rätsel sein. Aber begeben wir uns jetzt erstmal wieder zurück und hoffen, dass wir keinen Einzelgegner auf dem Weg treffen, denn mein AP-Wert, okay, jetzt ist er voll. Okay, tut mir leid, ich muss shorten. Sonst habe ich gegen dieses Vieh keine Chance. So. Dann nehmen wir doch gleich den Delmetor wieder. Danke. Ich Dappschädel. Und ich hab den Delmetor zu früh eingenommen. Wo lang? Ich glaube, ich gehe jetzt in die Lobby. Muss ich ja. Wohl.
Ein Flashback. Warum tut jemand meiner Mutter so etwas an? Ein sehr unangenehmer Flashback. Sie hat eine Uhr im Mund. Das hat sicherlich was zu bedeuten. Türknopf fehlt. Aber die andere Tür hat doch einen Türknopf. Warum kann man die nicht öffnen? Naja, gut. Jetzt haben wir hier mit Schlüssel zum zweiten Stock noch und halt den Türknopf, den wir jetzt benutzen können. Scheiße! Drecksviecher. Soll vielleicht eine Erholungskapsel nehmen. Drecksäcke! Na Gott sei Dank, die sind jetzt futsch. Ich würde sagen, ich mache mal vorne die Tür auf. Der Deckel ist auf? Da eben echt der Deckel ist auf. Strange, strange. Aber in dem großen Raum muss doch irgendwo noch was sein. Das kann doch nicht sein, dass man so eine große leere Lobby hat. Also wirklich überhaupt nichts. Man soll es einfach nur Pomp vermitteln. Da stehen nicht mal irgendwelche Vasen oder irgendwas rum. Also ich würde mein Haus definitiv anders gestalten. Bringt ja echt nichts hier. Nun gut, dann gehen wir halt die Treppe hoch. Ich könnte... Erholungskapsel bräuchte ich schon noch einige. Da knapp ich genug. Red habe ich auch noch ein bisschen, aber da könnte ich auch wieder was gebrauchen. Ja, lassen wir es jetzt erstmal soweit. Stellt sich bis zur Decke. Eigentlich hätte ich die Gegner dann gar nicht töten müssen, wenn da sowieso nichts in einem großen Raum zu holen gab. Den Schlüssel haben wir doch schon längst. Automatische Benutzung war damals wahrscheinlich auch noch nicht so in. Oh Gott, da werden wir gleich angegriffen. Da bin ich durchgekommen. Der kleine Raum vor mir, den werde ich wahrscheinlich als nächstes angehen. Andererseits, ich glaube, ich werde erstmal vor diesem Vieh flüchten. Drecksack. So, jetzt bräuchte ich echt Red und eine Erholungskapsel. Okay,
Okay, ist futsch. Ich habe den Raum irgendwie falsch rum eingeschätzt. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Eine Bibliothek. Und Bibliotheken sind immer irgendwie entweder mit Rätseln verbunden oder mit fetten Riesenschlangen. Wer die Anspielung versteht, you're welcome. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause, einen kleinen Cliffhanger, dann sehen wir nämlich ab beim nächsten Mal direkt, was uns in dieser mysteriösen Bibliothek erwarten wird. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!